Hallo, ich grüße euch total und recht herzlich, die Plauderstunde hier im Medienhaus. Wisst ihr, es ist so viel los. Ich meine, Gott sei Dank konnte man einigen Kunden eine Freude bereiten. Und einige Kunden wirklich tatsächlich waren wirklich vollkommen zufrieden. Aber die Situation, in der wir leben, ja, die Leute sind alle konfus. 3G, 2G, 1G, du darfst nicht. Dann haben wir die Dauer-Querulanten, also die dauernd irgendwelche Plakate hochhalten, die nichts anderes wie, ich habe schon gesagt, mach doch einen Beruf daraus, Dauerstresser oder was. Ja, also wir brauchen neue Berufe wie Dauerstresser, wie Dauerquerulant, wie Dauernörgler, weil es nimmt Überhand. Es nimmt Überhand. Es ist schade, dass wir das zulassen. Das muss ich einfach mal so sagen. Wir lassen etwas zu, was nicht stimmt. Es stimmt nicht. Nicht aufregen. Es stimmt wirklich nicht. So, wenn ich nicht unterschrieben hätte, würde ich vielleicht auch den Laut machen. Ich finde es hochgradig interessant, wenn ich immer höre und sage ich, nein, so geht das nicht. Man kann mich nicht vor einen Karren spannen. Ich finde es hochgradig interessant, dass man mich vor einen Karren spannen will. Ich sage einfach so, wenn die Uhr abgelaufen ist, die Uhr abgelaufen und man kann eine neue kaufen. Jedenfalls sind wir in einer Situation, die schade ist. Gerade noch ein Gespräch geführt. Wenn man früher in einer Klemme saß, kam einer vorbei und hat geholfen. Heute schmeißen die Leute noch mehr rein. Ich habe wunderbare Clips gemacht, die sofort 25.000 Zuschauer hatten, weil sie geben einfach nur Daumen hoch, es stimmt. Geht es einem schlecht, gehen die Kameras an. Geht es einem gut, sind die Kameras aus. Demonstrieren hier, demonstrieren dort. So, wir haben eine neue Politik, aber die alte macht Stress. So, Herr Söder, Herr Lauterbach, Frau Merkel, ja, und ihr Kabinett und dessen Kabinett und die machen wirklich den Lauten und sie bringen uns in Gefahr. Sie bringen uns in gesellschaftlicher Gefahr. So, der weihnachtliche Stress, um Freude zu bereiten, man möchte ja seinen Liebsten ja auch Freude bereiten, man möchte seinen Liebsten ja auch irgendwas, so, man will die auch nicht verärgern, weil viele verstehen das ja nicht, 2G, 3G, 1G und was weiß ich nicht alles, weil sie halt diesen Stress vielleicht gar nicht haben. So, ich habe hier, wie gesagt, einige querdenkende Menschen, die jetzt ihre Fahrräder auf Schuss bringen, finde ich auch in Ordnung. Sie fahren jetzt mit Fahrrädern, denen interessiert dann nicht, ob die Bahn da ihre Gs rausholt oder nicht. Sie fahren Fahrrad. So. Alle gehen nicht mehr irgendwo hin. Die Wirtschaften werden wohl wieder Einbrüche haben, also schließen, alles schließen. So kann man halt keinen Virus aufhalten. Das geht nicht. Ja. Ein Herr Gysi sagt, die Rechtsanwälte für Aufklärung, Staatsanwälte für Aufklärung, also Ärzte für Aufklärung, Polizisten für Aufklärung, die sagen alle, was geht denn hier ab? So, das sind natürlich wenige Polizisten, wenige Staatsanwälte, es sind ein paar, Logo. Ja? So, der eine Polizist, der auch ein Polizist war, halt am 19. verstorben, hat ja auch die Wahrheit, nichts als die Wahrheit versucht zu erzählen, er hat ja kein Mist gebaut oder so. Ja? Auch wenn er wusste, dass er vielleicht von heute auf morgen sterben wird. Herr Westerwelle hat 2011 die Wahrheit gesagt. 2019 hat Sir Berners-Lee die Wahrheit gesagt. Also wie viele Wahrheiten wollt ihr eigentlich noch hören? So, ihr wollt eine Lüge im Kleid der Wahrheit und die habt ihr jetzt. Punkt. So, Frau Merkel und wie die alle geheißen haben, sind abgewählt worden. Und was machen sie? Sie machen immer noch Druck. So, ihr hört den Druck nicht von Herrn Schulz oder von den Neuen, ja? Sie lieben alle das Digitale, sie sind alle digital verseucht. Sie gehen wie die glorreichen Sieben, sie sind alle in einem Film, ja? Wenn ihr mal genau die Bilder anschaut, ihr seht dann keine Normalität. So,
Leute, die zwar gewählt, aber noch nicht im Amt sind, dürfen das Wort nicht erheben. Das ist halt so. Die erheben aber das Wort und sprechen, was sie an sich nicht dürften, durch die Protokolle, die dort herrschen. So, der Bundestag hat Protokolle, die eingehalten werden müssen für die Abgeordneten. Ja? So, ein Abgeordneter kann nur, wenn er nominiert ist, im Amt bestätigt, somit geeidigt, vereidigt etc. und pp. Darf er sein Wort, sein Wort bekommen. Er bekommt seine Sprechminuten, die er dann da vortragen kann. So funktioniert es im Bundestag. So, es kann nicht jeder frei rumreden, das geht nicht. Also wie gesagt, jeder hat, das ist halt so. Ich finde es hochgradig interessant. Ich hatte heute einen ehemaligen Grünen, der ist ausgestiegen, weil er mit diesen Grünen nicht einverstanden. Ist euch schon mal aufgefallen, wer da alles ausgestiegen ist? Frau Künast seht ihr nicht mehr, Herrn Trittin seht ihr nicht mehr, diverse andere Herrschaften hört und seht ihr nicht mehr, ja, Frau Kraft hier ist auch nicht mehr und alles, ja, der Armin, der ist jetzt momentan ruhig, ist ruhig, wo ist er? Ja, irgendwo in Berlin, alles klar. So, ein Verlierer, der zu Berlin reist, was soll er denn da machen? So, wir sind im Turbo, nein, wir sind im Wal. Kennt ihr einen Walfisch? So, die Herrschaften greifen die kleinen Fische an. Habt ihr schon mal so einen Schwarm gesehen, diese Fische, diesen Wahnsinnsschwarm? Dann kommt der Wal, macht das Maul auf und fährt durch den Schwarm und frisst die alle. Ja, der gleitet immer geradeaus. So, dieser Walkapitalismus, wo es richtig abgeht, diese kleinen Leute, ist denen egal. So, denen ist es egal. Und damit kann man machen, was man möchte. Ich habe heute auch versucht, Kapazitäten zu bekommen. Diese Kapazitäten benehmen sich genauso neben der Spur wie andere auch. Den richtigen jetzt zu finden, mit dem man arbeiten kann, wird schwer. Nicht so einfach. Ist aber so. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin, ich meine, die Kunden sind alle irgendwie nicht mehr normal. Ja? Wir sind ein Medienhaus, da kommt ihr mit Tabletten, legt mir die Tabletten hier hin, schauen Sie mal, was soll das? Ich habe das, ich habe dies, ich habe Herz, ich habe Füße, ich habe Gehirn und dann habe ich Probleme mit dem Computer. Ja, sag ich, toll, echt toll. Und ja. Es ist krass. So, mein Kollege, habe ich gesagt, gehen Sie dahin, das ist ein Computerspezialist, der macht euch das. Ja? Nur der will nicht umsonst arbeiten. Der will nicht umsonst arbeiten. So. Und da hat er vollkommen recht. Ne? Ja. Und das nimmt Überhand. Arbeiten, aber kein Geld geben. Helfen, aber nichts für geben. Du machen, ich brauchen. So in dem Tonus. Ne? Ja. Und ja, wir sind in einem wilden Bienenstock. Ich freue mich, dass ich euch helfen durfte. Ich freue mich, dass ich euch helfen darf. Aber umsonst, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Eine Firma muss nun mal Einnahmen und diese Einnahmen muss diese Firma nun mal versteuern. Das Problem ist halt nur, dass alles so schlimm gemacht wird. Es wird ja nicht vereinfacht oder so. So, man geht irgendwo hin, der ist unverschämt, der eine wird unverschämt, der eine war schon immer unverschämt. Toll, echt toll. Wo ist denn der, der ordentlich um die Ecke kommt? Wo ist denn der, der ordentlich alles macht? Ja, Preise werden diktiert. Nö, ich will aber nicht so viel bezahlen. Also ich habe noch nie so ein Kasperhaus, also so, alles so durcheinander. Nö, will ich nicht bezahlen. Nö, kommst du morgen, kommst du übermorgen. Nö, um Gottes Willen. Du, mein Handy geht nicht. Ist klar, total schade. Man, du siehst nichts. Du musst sogar aufpassen, dass du dich nicht schneidest. Sollst aber da noch irgendwie die Sachen so herausholen, damit man die noch ausdrucken kann. Ne, ja. Also mir ist aufgefallen, ein Chaos. Nicht schlecht. Ein richtiges Chaos, ja, und ja, was soll man da machen? Man versucht
Freude zu machen. Also das, also die Videos, die gemacht wurden mit dem Nikolaus und so, die kamen gut an. Und die Leute haben sich wirklich gefreut. Dann kam einer, ey, ja, sag ich, und? Ist ein Problem? Natürlich produzieren wir das. Natürlich machen wir das. Ist doch richtig. Ja. Ne? Ja, vielleicht doch. Und dann soll ich mal eben. Ne? Hör mal, mein Kumpel hat heute gebucht. Kannst du, versteht ihr, was ich meine? Mach mal eben. Mach mal eben, tu mal eben. Ja? Ich finde das hochgradig interessant. Ja? Also der, der heute Leistung bringt, der heute der Leistung nachweist, wird verarscht. Eine Person, die leisten kann, eine Person, die gut ist, wird verarscht. Die wird verarscht. Punkt. Und Corona ist nur ein Alibi. Corona ist nur ein Alibi, um die Verarschung so dermaßen ins Unendliche zu treiben, damit der andere eine Art Weißglut bekommt, dass er regelrecht explodiert. Ja, ist so. Das ist so. Kann man machen, was man will. Aber muss man durch. Ich hoffe,